Liebe Gäste, wir kommen jetzt zur Verleihung der Kompassnadel 2019 beim CSD-Empfang. Und das Ganze wird einleiten vom Vorstand Neo Agiropoulos. Bitte komm nach oben, er verliest die Urkunde. Einen herzlichen Applaus für Neo, bitte. Die Kompassnadel für besonderes Engagement bei der Förderung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwulen verleihen wir an Johannes Kram. Johannes Kram deckt seit vielen Jahren skandalöse und diskriminierende Berichterstattungen in den Medien auf und trägt sie zur Diskussion in eine breite Öffentlichkeit. Mit diesem Einsatz fördert er die Akzeptanz von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, inter- und queeren Menschen. Als Initiator des Waldschlösschen-Appells und mit seinem Nollendorf-Blog bezieht Johannes Kram immer wieder klar und kämpferisch Stellung. Er mahnt an, wenn innerhalb wie außerhalb unserer Communities Selbstverleugnungen oder die Marginalisierung der Lebenssituation von LSBTIQ-Sternchen als gesellschaftliche Minderheiten deutlich werden. Sein Wirken führt nachhaltig dazu, dass die Wahrnehmung von LSBTIQ-Sternchen-Personen immer wieder kritisch hinterfragt und neu justiert wird. Damit leistet Johannes Kram einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarkeit und fördert einen realistischen und differenzierten Blick auf die Lebenswirklichkeiten von LSBTIQ-Sternchen. Dieser Einsatz verdient unter aller Anerkennung und Respekt. Köln 2019, Schwules Netzwerk NRW e.V., der Vorstand. Und nun freue ich mich, Asli Sevindim auf die Bühne zu bitten für die Laudatio. Liebe Gäste, es gibt Preisträger, die sind selbst eine Auszeichnung, eine Ehre für den Preis, den sie bekommen. Die Auszeichnung trifft in solchen Fällen auf ein derart herausragendes Engagement, dass seine Strahlkraft auch den Preis selbst noch einmal besonders leuchten lässt. Und der Mensch, den wir heute hier würdigen, der ist ein solcher Preisträger. Dabei geht es um das, was er tut, wie er es tut, und es geht natürlich vor allen Dingen um die Wirkung dessen, was er tut. Wenn er sich zum Beispiel einen einzelnen Begriff vornimmt in seinem Blog, wenn er diesen Begriff dekonstruiert, ihn in seine Buchstaben zerlegt und die Denkwelten aufdeckt, die dahinter stecken, so wie er es zum Beispiel mit dem Begriff Homophobie tut. Wenn er sich zum Beispiel eine einzelne Äußerung vornimmt, wie die über die angebliche Überbewertung einer kleinen Gruppe unserer Gesellschaft, wenn er diese Legende seziert, und zwar notfalls mithilfe eines Online-Aufrufs zur statistischen Erhebung über sexuelle Orientierung und Familienstand deutschen Krimi-Personals, dann läuft Johannes Kram zur Hochform auf. Er beleuchtet Begriffe und Bilder und Botschaften, bis wir alle auch den letzten Winkel eines Gedankengangs sehen, der sich am Ende als schlicht homosexuellenfeindlich outet, wo er doch vorher behauptet hatte, politisch, sachlich, fachlich oder sogar unterhaltsam zu sein. Johannes Kram schält alle Verkleidung und Verschalung nach und nach ab, von Fernsehbeiträgen, Politikerreden, Alltagssituationen, bis nur noch das übrig bleibt, was sich im Kern darin verbirgt. Im besten Fall Ahnungslosigkeit, im schlechtesten Hass und Verachtung. Und immer hat das, was er da in den Blick nimmt, mit uns zu tun, mit uns allen. Denn Johannes Kram macht die Methoden sichtbar, mit denen Menschen zu anderen gemacht werden. Zu anderen, die ursprünglich eigentlich nicht dazugehören, angeblich. Er macht Methoden sichtbar, mit denen Menschen in Gruppen gepresst, zur Masse und zur Angriffsfläche gemacht werden. Es trifft vielleicht einen oder eine, gemeint sind aber immer alle. Johannes Kram geht es um die Systematik, mit der Menschen zur Zielscheibe gemacht werden, von Hohn, von Ausgrenzung, von Entrechtung. Und auch deshalb geht sein Einsatz, sein Engagement, seine Wirkung weit über einzelne Themenbereiche hinaus. Wenn er aufzeigt, wo und wie Homosexuellenfeindlichkeit zur Meinung erhoben wird, wenn er nachzeichnet,
wie Vorurteile zu Wissen umetikettiert werden sollen, dann deckt er selbstverständlich auf, womit lesbische, schwule, bisexuelle, trans, inter und queere Menschen ständig konfrontiert werden. Er öffnet aber gleichzeitig unseren Blick dafür, wie es weiteren Menschen und Communities in unserer Gesellschaft ergeht, die mit den gleichen Methoden zu anderen gemacht werden sollen. Er öffnet unseren Blick dafür, wie wir alle aufmerksamer sein können und müssen, um genau solche Methoden zu entlarven und zu benennen. Am Ende geht es um Sichtbarkeit, die Sichtbarkeit von Menschen, ihren Lebenswelten, ihren Wünschen, ihren Entscheidungen und Bedürfnissen. Johannes Krahm sorgt dafür, dass wir diese Menschen sehen. Er macht uns aufmerksam auf Begriffe, darauf, wie wir selbst Begriffe verwenden, wie Worte unser Denken und Wahrnehmen prägen. Das ist auch für mich persönlich als Journalistin und Spracharbeiterin, wie ich das immer gerne nenne, einer der zentralen Punkte in der Selbstkritik. In öffentlichen Debatten spielt zum Beispiel die Herkunft von Menschen sehr oft eine zentrale Rolle. Wo kommt der her? Was ist der Hintergrund? Dabei stellen Medien und Medienschaffende diese Frage mit großer Selbstverständlichkeit meist nur in eine Richtung, in die der anderen nämlich. Welche Herkunft aber haben Journalisten? Mit welchem kulturellen Hintergrund operieren Medienschaffende im sensiblen und wirkungsreichen öffentlichen Raum? Identität, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Glaube, wenn darüber diskutiert wird, diskutieren wir immer nur über die Identität der anderen. Denn meine ist ja normal, meine ist der Standard, die anderen sind eine Abweichung. Dabei ist dieses Kästchendenken uns allen nicht fremd. Johannes Krahm hat es selbst gesagt, wir sind alle homophob, wie denn auch nicht? Es lohnt sich sehr, auch über diesen Gedanken nachzudenken. Ich selbst habe mich ehrlicherweise erst durch meine Mitarbeit im Kuratorium der AIDS-Hilfe NRW überhaupt damit beschäftigt, dass es nicht nur Drogensucht gibt, wie ich in meiner Sozialisation tief inhaliert hatte, sondern eben auch Drogengebrauch. Lebenswelten betreten, sich dort umsehen, vielleicht den Hauch einer Ahnung bekommen, was Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit wichtig ist. Mit seiner Arbeit trägt Johannes Krahm auch dazu bei. Das ist nicht nur wahnsinnig wichtig, es klingt ja auch und ist auch sehr, sehr ernst. Und das bei einem Menschen, der so großen, wunderbaren Humor besitzt, dass wir eigentlich viel mehr auch darüber reden müssten. Über die Kunst, wir haben gerade so viel schon gehört, die Kultur, die Musik in seinem Leben und eben auch über all die Musik, die er in unser Leben bringt. Irgendwo muss ja all die Energie und die Kraft herkommen, mit der er sich Bigotterie, Hass und Dummheit entgegenstellt und das eben mit großem Stil und Herzlichkeit. So viel können wir von ihm lernen, ob er Rassisten den Kampf ansagt oder Coming-out-Probleme junger Menschen zum Thema macht. Immer macht Johannes Krahm klar, das alles geht auch dich an. Wenn jeder die Gelegenheit sucht zu sagen, dass man damit doch eigentlich nichts zu tun hat, dann wird sich für keinen irgendetwas bewegen oder verbessern. Für mich klingt daraus die Botschaft, dein Kampf um Anerkennung und Gleichberechtigung ist selbstverständlich auch meiner. Da es vielen sehr leicht fällt, Menschen in Gruppen und in Schubladen und sonst wo reinzustecken, fasse ich das mal ganz einfach eben genau in dieser Kästchen-Denkensprache zusammen. Johannes Krahm macht mir klar, und da bin ich ganz klar an seiner Seite, ich als Kind türkisch-sunnitischer Eltern, die 1971 als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind und sich einen Platz erarbeiten mussten in dieser Gesellschaft. Ich kann gar nicht anders als an der Seite von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans, inter und queeren Menschen stehen. Euer Streit muss mein Streit sein, er ist es. Genau als dieser Mensch muss und möchte ich an der Seite jüdischer Menschen stehen und auch aller anderer, die gegen Antisemitismus stehen. Dieser Kampf ist auch meiner. Wer sich mit der Arbeit und dem Wirken von Johannes Krahm beschäftigt, der kann gar nicht anders, als zu dem Schluss zu kommen, dass überall da, wo Denken,
in Handeln mündet, wo Denken Handeln bestimmt, dass dort genau die Menschen sein müssen, um die es geht. Wir haben alle viel Fantasie, wir können uns manches vorstellen, aber wir können das nicht fühlen, was diesen Menschen widerfährt, was diesen Menschen wichtig ist und was sie bewegt. Und das ist genau das Verständnis, das ich zum Beispiel vom Thema interkultureller Öffnung habe, was wir in der Öffentlichkeit gemeinhin so besprechen und diskutieren, als gehe es um ethnische Repräsentanzen. Nein, es geht um die ganze Vielfalt des Lebens, die wir in unserer Gesellschaft haben. Es geht um Menschen, die alleine erziehen, die gar nicht erziehen. Es geht um Menschen, die glauben oder eben auch ganz frei von Religion leben wollen. Es geht um Lebenswirklichkeiten und die bilden wir nicht nur ab, indem wir sie uns da hineindenken. Es geht darum, dass genau diejenigen, die all das zu spüren bekommen, mitentscheiden. Daran führt überhaupt kein Weg vorbei, wenn wir diese Gesellschaft erfolgreich gestalten wollen. Und das Beispiel ist ja jetzt einige Male genannt worden und es ist, glaube ich, eine Art Bilderbuchbeispiel, die sogenannte Karnevalsrede von Annegret Kramp-Karrenbauer. Es musste erst auf die Ohren, auf das Herz und auf das Hirn, zum Beispiel eines Menschen wie Johannes Kram, treffen, damit wir verstehen, was da eigentlich gesagt worden ist. Es gibt keinen Weg daran vorbei, dass Menschen für sich selbst sprechen und auch da sehe ich einfach eine große Verbundenheit zwischen uns. Johannes Kram bekommt heute eine Auszeichnung, weil wir eben auch so viel von ihm bekommen. Und ich habe mir noch etwas rausgenommen, sozusagen als Botschaft und als Inspiration, möchte das gerne an den Schluss stellen, ein Zitat, wo er sagt, wir dürfen uns nicht zu schade sein, immer wieder zu widersprechen. Wir dürfen nicht darauf vertrauen, dass sich das irgendwann abnützt, dass die Leute erkennen, dass Blödsinn Blödsinn ist. Ignorieren ist leider keine Option. Nein, wir müssen Lüge nennen, was Lüge ist, auch wenn wir das schon tausendmal getan haben. Zitat Ende. Lieber Johannes Kram, als man mich gefragt hat, ob ich die Laudatio auf Sie halten würde, habe ich mich nur ganz kurz gefragt, was hat das mit mir zu tun? Und die Antwort war ganz einfach. Der erste Teil ist etwas, das Arne Kaiser schon gesagt hat, nämlich: Nur gemeinsam sind wir stark. Ich ergänze, nur gemeinsam sind wir auch schön. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Die Kompassnadel 2019.